Ja, ich bin Schlagzeuger der Band Xandria, dabei seit dem Jahr 2000. Ich bin im Jahr 2001 zur Band gestoßen, bin damals gesucht worden per Anzeige, gesucht und gefunden worden, weil mein Vorgänger zum Studieren die Stadt gewechselt hat und dementsprechend da jemand Neues her musste. Ich spiele Bass bei Xandria, ich bin von der aktuellen Besetzung als Letzter dazugestoßen. Das war im Frühjahr 2004, im Prinzip zeitgleich mit dem Release der Ravenheart CD. Und ja, darauf zu hören war ich noch nicht, aber bin, wie gesagt, ungefähr zur Veröffentlichung der CD eingestiegen. Ich bin bei Xandria seit 2000. Bin durch Zufall da reingerutscht. Ich hatte überhaupt keine Lust drauf, in einer Band zu singen. Ich hatte auch keine Zeit dazu. Ich war beruflich unheimlich eingebunden, beziehungsweise in der Ausbildung unheimlich eingebunden. Und dann hat mich Marco angequatscht. Und ich dachte erst, was für eine bescheuerte Anmache ist das? Willst du in meiner Band singen? Und ich dachte, ja, ja, genau, in deiner Band singen. Ich bin Marco und ich spiele Gitarre und ich habe diese Band gegründet. Dementsprechend ist die Frage ganz interessant, wie lange ich schon in der Band bin, weil es die ja vorher nicht gab. Bye.
bin zur Band gekommen. Marco und ich, wir kannten uns so durch die Bielefelder Musikszene. So flüchtig, sage ich mal. Also er hat in einer Band gespielt, wo ich irgendwann später mal gespielt habe. Also nicht zeitgleich. Und er hat mich irgendwann auf dem Type O Negative Konzert im Kick in Herford, heute heißt es Ex, hat er mich angequatscht, ob ich nicht Lust hätte, einfach mal irgendwie im Studio so ein paar Songs für ihn einzutrommeln. Und besoffen, wie ich damals war, habe ich gesagt, klar, auf jeden Fall mache ich. Und so war ich dann erstmal quasi nur fürs Studio und so nach und nach bin ich dann halt so immer mehr in die Band gerutscht und hey, hier bin ich. Ganz flüchtig kannte ich einige Leute aus der Band vorher. Ich kannte Lisa, die witzigerweise bei meiner Ex-Band Visible Touch mal Support gemacht hat, als sie selber noch als Solokünstlerin unterwegs war. Wir haben aber ansonsten keinen großartigen Kontakt zueinander gehabt. Und Marco kannte ich auch ganz flüchtig, der mal für ein Stadtblättchen bei uns in Bielefeld auch eine Live-Review über eben diese Band Visible Touch geschrieben hat. Aber auch zu Marco hatte ich keinen weiteren Kontakt über Jahre. Witzigerweise kannte ich die Band noch nicht, aber meine Freundin wusste schon Bescheid, hatte die ein paar Wochen vorher auf dem Konzert gesehen. Der Kontakt zu Xandria, der kam eigentlich ganz unspektakulär zustande. Ich war mit einem Freund verabredet, ich saß bei ihm in der Wohnung. Mein Kumpel musste irgendwann auf Toilette gehen. Ich schnappte mir ein Szene-Magazin, ein Stadtmagazin, was bei ihm im Wohnzimmer rumlag, was auch schon einige Wochen alt war. Und weil mir langweilig war, blätterte ich halt da drin und sah dann eine Anzeige, Xandria suchen Bassisten. Und ich dachte mir, der Bandname war mir durchaus ein Begriff. Damals war das erste Album schon raus gewesen. Und ich dachte, okay, der meldest dich mal. Und alles Weitere ist dann Geschichte. Ich wäre ohne meine Freundin auch nicht in der Band, weil ich bei ihr in der Wohnung diese Zeitung gesehen und gefunden habe und da die Anzeige gesehen habe, woraufhin ich mich dann beworben habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Konkurrenten ich hatte, habe die dann aber glücklicherweise ausstechen können und bin seitdem dabei. Also die Band war gerade auch, es ging gerade los mit ersten Verhandlungen bezüglich, also das Ganze auf eine etwas professionellere Ebene zu heben. Da habe ich also einen sehr guten Zeitpunkt sicherlich erwischt, um da dazu zu stoßen. Die Lisa, die wurde mir empfohlen von ihrer Vorgängerin, also ganz, ganz simpel eigentlich. Und da gibt es eine ganz lustige Geschichte. Ich habe sie irgendwann in so einer Bielefelder Szene-Location habe ich sie gefragt, ob sie Bock hätte, in meinem Projekt zu singen. Er hat mir seine Nummer dann gegeben, ich sollte mich melden. Habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, das ist doch, der will bestimmt nur irgendwie Kontakt zu dir herstellen. Ein bisschen arrogant. Und da war sie erst so, mal gucken, wir reden mal später drüber. Und Wochenende später habe ich sie getroffen, da hat sie, war sie Tänzerin bei einer Bielefelder Band auf der Bühne. Und bei diesem Konzert war Marco dann wieder anwesend. Hat dann eine ziemlich heiße Show abgezogen. Und als sie von der Bühne kam, habe ich sie angequatscht. Es war natürlich klar, wie das, also sie konnte sich nicht mehr an mich erinnern. Und es war klar, wie es auf sie wirken musste. Sie kommt runter, heiße Show, sie wird angemacht. Ist ja klar. Hey, wir kennen uns doch. Hier ist meine Telefonnummer nochmal, du hast sie bestimmt verloren. Und melde dich doch mal wegen der Band. Und ich habe dann auch gleich so einen Spruch gebracht, so wie, wie wär's denn, wolltest du jetzt nicht mal mit uns überlegen jetzt so, ne? Und das war dann so in der Art. Und das war dann natürlich gleich, sie hat an was ganz anderes gedacht, als das, was ich meinte, weil sie sich nicht mehr an das Gespräch von der Woche vorher erinnern konnte. Und dann ist sie erstmal an mir vorbeigelaufen und dachte, was ist das für ein Spinner? Da bin ich dann auch gleich noch hinterher und das sah natürlich noch schlimmer aus eigentlich. Ich habe mich dann auf ein Damenklo eingeschlossen, weil ich den Typen irgendwie nervig fand. Also hat gleich gut angefangen, sehr schön, mit sehr viel interessanter Spannung. Dann hat er mich so lange weiter genervt, bis ich irgendwann gesagt habe, gut, ich mache eine Probe mit euch. Die habe ich dann auch gemacht und das war dann so der magische Moment, in dem das total gekippt ist. Und das war dann so der Beginn unserer gemeinsamen Arbeit quasi. Weil als ich diese Band dann im Proberaum so mitbekommen habe, die Leute mitbekommen habe, die Musik so live gehört habe, wollte ich so dringend in dieser Band singen. Also ich hätte alles andere wirklich sofort geschmissen. Ich wäre in eine andere Stadt gezogen, ich hätte mir die Haare abgeschnitten, egal was, nur damit ich in dieser Band singen kann. Ich denke, sie war begeistert von der Energie, die in dieser ganzen Sache steckte. So, dass einfach alle, die daran zu der Zeit beteiligt waren, merkten, so, dass da passiert irgendwie was. Da liegt irgendwie ein Feuer drin in der Sache. Dann hat Marco mich zappeln lassen, da hat er gesagt, wir haben noch ganz viele andere Kandidatinnen, die sind auch total gut, da müssen wir mal gucken, so, wie das so aussieht. Muss hier schon ein bisschen Mühe geben und Einsatz zeigen, das habe ich dann auch gemacht. Und ja, dann
Am 29. Oktober 2000. Am Geburtstag meiner Mutter habe ich die Zusage gekriegt und habe dann von der Feier meiner Mutter allen Wein und allen Prosecco eingesammelt und bin dann mit in den Proberaum gefahren und dann haben wir uns fürchterlich betrunken. Die Band gab es im Prinzip zweimal. Also ich habe seit Anfang der 90er eigentlich versucht, Musik zu machen und hatte irgendwann kam dieses geniale Wild Honey Album von Tiamat raus. Das war für mich so eine Initialzündung in der Richtung, würde ich gerne was machen, wenn überhaupt. Hab dann das Übliche halt. Man hatte irgendwelche Schulfreunde, irgendwelche Bekannte, prob dann eine Weile. Zur Musik gebracht haben mich eigentlich Bands wie Kiss oder die Beatles. Die ich seit meiner Kindheit tatsächlich höre und immer noch mag. Und habe dann irgendwann angefangen, Akustikgitarre zu spielen.
Habe auch tatsächlich mit 12 Jahren dann schon meine erste Band gehabt. Das war ganz schauerlich. Wir haben irgendwie die damaligen Charts, das war 1983, rauf und runter gecovert. Mit einer Snare Drum, mit einer Akustikgitarre und irgendwie einer Heimorgel. Das war fürchterlich, aber wir haben immerhin regelmäßig geprobt und irgendwie fängt man ja an. Ja, das waren so meine Anfänge als Rockmusiker, in Anführungszeichen. Ich habe angefangen, Gitarre zu spielen, als ich 10 war. Ganz klassisch die Gitarre von meiner Mutter irgendwann mal entdeckt im Keller und rausgeholt und dann angefangen zu klimpern. Und es war relativ schnell klar, dass ich Rockmusik machen wollte. Wir hatten damals zu Hause nur 3 Fernsehprogramme. Und immer wenn ich bei meiner Oma war, konnte ich MTV gucken. Und damals fand ich einfach die Typen mit den langen Haaren und den Gitarren immer schon am coolsten und wollte dann auch irgendwie in die Richtung. Ich habe irgendwann angefangen, wie glaube ich, fast jeder Metaller mit Iron Maiden und Metallica. Dann wurde es eine Zeit lang irgendwie richtig hart über die ganzen Prügelkombos und habe auch immer in verschiedenen Bands gespielt, die halt irgendwie diese Musikrichtung quasi bedient haben. Als ich angefangen habe, Musik zu machen, also Musik im Sinne von klassischer Musik damals noch, da war ich 3 Jahre alt. Seit ich 3 bin, spiele ich Klavier. Und ich habe deswegen so lange Musik gemacht, immer wie ich denken konnte. Ich kann mich an keine Zeit zurückerinnern, in der ich keine Musik gemacht habe. Ich hatte ziemlich schnell eine sehr starke Linie, die ich verfolgen wollte. Da hatten die anderen irgendwann, die das alles etwas lockerer sahen, irgendwann keinen Bock mehr drauf. Haben mich dann kurzerhand aus der Band geschmissen, weil ich der böse Banddiktator wurde. Und dann habe ich gedacht, ja okay, gut, aber der Name Xandria, der bestand schon. Diese Band hieß damals schon Xandria, da ich diese Band damals aber auch gegründet hatte und mir der Name auch eingefallen war, habe ich das einfach mitgenommen und weiter an meiner musikalischen Vision gefeilt und dann halt einfach irgendwann, als ich dachte, okay, jetzt kannst du so langsam Songs schreiben und ein bisschen Gitarre spielen, jetzt suchst du dir mal neue Leute für das neue Projekt. Und gut, ich habe dann im Laufe der Jahre natürlich sehr viele verschiedene Bands gehabt, habe diverse Studiosachen gemacht. Die Bands, die vielleicht am bekanntesten waren, waren einmal Visible Touch und eine Prog-Metal-Band namens Mindmass. Mit denen habe ich 1998 ein Album auf Omega Records veröffentlicht. Und gut, dann kam irgendwann Xandria. Ich wollte natürlich auch unbedingt E-Gitarre spielen und habe dann auch relativ schnell angefangen, in Bands das zu machen. Und habe dann lange Zeit eine Band gehabt, die wirklich so aus meinem direkten persönlichen Umfeld entstanden ist. So mehr das Prinzip, 5 Kumpels gründen zusammen eine Band. Und dementsprechend dilettantisch ist das Ganze auch eigentlich die ganze Zeit gewesen. Und das war dann schon sehr anders, als ich bei Xandria eingestiegen bin. Und was ganz witzig war, dass ich vorher eine Phase hatte, wo ich mich sehr viel mit klassischer Gitarrenmusik und Flamenco auch auseinandergesetzt habe. Und das hat sich sehr gut ergänzt mit den orientalischen Einflüssen, die bei Xandria einfach ein elementarer Bestandteil sind. Ich mag es, wenn's rockt, oder wenn irgendwie einfach eine gewisse Intensität vermittelt wird. Also das ist natürlich in der klassischen Gitarrenmusik oder im Flamenco eine andere Intensität als beim Rock oder Metal. Aber ich finde, man spürt das einfach. Also ich finde, dass auch diese Sachen, dass man da durchaus sagen kann, dass Flamenco rockt, jetzt platt ausgedrückt, aber es ist irgendwie eine ähnliche Attitüde, einfach mit Begeisterung, mit Leidenschaft da ranzugehen und die Musik auch offensiv zu präsentieren. Xandria war halt eigentlich was komplett Neues für mich. Was mir aber durchaus Spaß gemacht hat und das halt auch immer noch tut. Also es ist eher straight, halt nicht so auf die Fresse, wie man so schön sagt, aber das ist auch gut so. Oh,
watching an exploding sun. Come to sparkles of the wurde früher sehr oft mit dem Namen Xandria angesprochen, was ich scheiße finde, weil, oder scheiße fand, das passiert gar nicht mehr so häufig, weil ich habe mal gegoogelt und habe herausgefunden, Xandria heißen russische Rennpferde oder südamerikanische Pornodarstellerinnen und irgendwie habe ich zu keinem von beiden Ähnlichkeit. Das war einfach irgendwann in meinem Kopf da. So, ohne dass es eine Bedeutung hatte. Es hatte nur einen Klang. Es hatte ein Gefühl. Ein Gefühl, was sich verbunden hat mit dieser musikalischen Vision, die ich im Kopf hatte. Mit diesem, es sollte geheimnisvoll sein, auch ein bisschen düster, auch so ein bisschen, gut, es klingt ein bisschen mythologisch auch. Das spielt ja auch alles eine Rolle im Sound von Xandria. So, dass man... Also es klingt nicht nach dieser Welt. Man wird entführt in eine andere Welt, so ein bisschen, wenn man uns hört, denke ich. Und das gibt dieses Gefühl ganz gut wieder, wenn man diesen Namen hört, glaube ich. Ich finde den Namen eigentlich schon schön, aber ich bin nun mal Lisa oder wer es länger mag, Elisabeth. Und Xandria ist ein Bandname, das bin ich nicht. Ich bin nicht Xandria, ich bin ein Fünftel. Auf das Fünfte bin ich stolz. Ja, man kann natürlich schnell Rückschlüsse ziehen und da ein Konzept hinter vermuten, hinter dem Bandnamen. Es gibt diesen Namen natürlich auch. Ich hab erst gedacht, ich habe ihn erfunden, aber das stimmt nicht. Die Stadt Alexandria, die hieß tatsächlich auch damals zu Gründungszeiten auch Xandria, meine ich. Ich habe dann in die Suchmaschine Xandria eingegeben. Als erstes kam eine amerikanische Porno-Webseite. Da dachte ich, ja, okay. Ich setze mir jetzt folgendes Ziel. Wir wollen bei Google irgendwann mal darüber sein. Hat geklappt. Die Songs vom ersten Album von der Kill the Sun, die standen schon zu dem Zeitpunkt, wo ich, also größtenteils nicht alle, standen schon, wo ich in die Band gekommen bin, wo Marco mich gefragt hatte. Die hatte er halt schon vorher, die standen schon lange vorher. Als ich in die Band kam, standen schon 5 Songs, so ein sechster so halb. Und es war schon geplant, dass ich viel mitsinge, viel davon singe, aber eigentlich hat Marco auch noch gesungen. Das war sehr speziell. Wie Marco so gesungen hat. Und wir haben das Konzept, also wir wollten es eigentlich dann auch auf dem Debütalbum so rüberbringen, mit Männergesang und Frauengesang, also so die ganz klassische Mann-Böse-Frau-Lieblich-Aufteilung. Und dann ist uns irgendwie aufgefallen, dass als ich im Studio zum Spaß die männlichen Stellen auch gesungen habe, einfach mal so, dass das irgendwie rockte. Und dass Marco eigentlich so gerne gar nicht singen wollte, zumindest war er nicht wirklich böse, als wir dann gesagt haben, warum nicht Lisa alles? Ja, und dann hat Lisa alles gesungen, aber seitdem hat sich auch unheimlich viel getan. Also ich fand es cool, dass Marco am Anfang gegrollt hat, weil es der Musik eine Härte gegeben hat, die danach erstmal für 2 Alben ziemlich abhanden gekommen ist. Da gab es bei uns auch immer schon so eine Differenz, dass die Alben wesentlich softer waren als das, was wir live gemacht haben. Und mittlerweile growle ich, also der Kreis schließt sich. Wir haben nach dem Demo bei Drakkar gesigned, wobei die das Demo gehört haben, dass wir uns nett fanden. Und dann mussten wir allerdings noch so ein bisschen Material nachliefern.
Wahrscheinlich wollten die wissen, ob wir auch mal auf die Schnelle mal so ein paar neue Songs noch auf den Ärmel schütteln können. So Plattenfirmen sind da immer sehr gierig. Und das haben wir dann gemacht. Dann ist das Debütalbum Kill the Sun auf Drakkar erschienen, ja. Also alle bisherigen Alben sind bei Drakkar erschienen. Bei der Kill the Sun habe ich noch nicht so viel mitgeschrieben. Da stand vieles von Marco vor allen Dingen vorgegeben, waren aber auch einfach sehr geile Songs. Es gab nicht viel zu ändern für mich, das meiste stand. Ein ganz paar Dinge wurden geändert im Studio, weil dann rauskam, dass das, klar, weil die Songs entstanden sind, teilweise bevor Marco meine Stimme kannte, nicht alles 100% so passte. Und dass ich dann ein bisschen was angepasst habe, Zweitstimmen habe ich gemacht. Und wenn ich jetzt die Tracklisten von unseren Alben auf dem Schirm hätte, könnte ich auch sagen, welcher Song auf dem Album von mir ist. Ich glaube, Forever Yours ist es. Ich habe zwar sehr viele Songs geschrieben zu der Zeit auch, aber habe mich bei Xandria damit nicht so einbringen können. Unter anderem deswegen, weil ich eigentlich fast nur Balladen schreibe und man kann als Rockband einfach nicht ein komplettes Balladenalbum machen. Außer wenn man Bon Jovi ist, aber das sind wir nicht. Man kann schon sagen, dass die Songs, die am Anfang auf diesem Demo, was wir im Jahr 2000 in Eigenregie aufgenommen hatten und was wir dann ins Internet gestellt hatten und was ja dann sehr erfolgreich wurde auf diesen MP3-Underground-Seiten und die dann ja auch auf dem Debütalbum waren, diese Songs, das war tatsächlich so die Quintessenz aus dem, was ich die Jahre vorher machen wollte. Da sind Songs drunter, zum Beispiel So You Disappear, der auch auf dem Debütalbum drauf ist, der schon 1994 als erster Song überhaupt existiert hat von dieser ganzen Geschichte. Der hat sich aber so stark verändert. Also so ein gewisses Grundgefühl ist dabei geblieben und gewisse Textfragmente. Aber am Anfang, so über diese Jahre, haben sich manche Songs einfach sehr stark entwickelt, weil ich mich auch einfach sehr stark weiterentwickelt habe in der Zeit als Musiker und Songwriter, was ja auch sein muss. Einfach die ersten Songs, die ich geschrieben habe, waren furchtbar. Insofern, man muss einfach eine Weile an sich arbeiten. Und wenn man gewisse Songs liebgewonnen hat und die lassen einen nicht los von der Grundidee her, dann lässt man die mitwachsen. Und so kommt es, dass ein Song wie So You Disappear, der 1994 geschrieben wurde, teilweise immer noch mal gespielt wird heute von uns. I will rest my head side by side
Natürlich wollte die Plattenfirma nach Kill the Sun, weil sie gemerkt haben, oh, das ist knapp in die Charts gegangen, da müssen wir jetzt schnell nachlegen, wollten die gerne was Neues haben von uns. Und interessanterweise habe ich das gar nicht so als großen Druck empfunden, weil ich war Feuer und Flamme, weil ich wusste, das, was ich jetzt tue, das werden die Leute auf jeden Fall hören draußen. Das weiß man ja vorher nicht, wenn man keinen Plattendeal hat und man schreibt Songs, wer weiß, ob die je jemand wahrnehmen wird. Und da wusste ich das. Und mit diesem Wissen, es macht mir einfach Spaß, Dinge zu schreiben, wo ich denke, ha, an der Stelle werden die Leute richtig überrascht sein, wenn sie das hören oder die Leute zu verblüffen mit bestimmten Dingen in Songs, das macht mir sehr viel Spaß. Und da konnte ich natürlich sehr bewusst dann damit arbeiten, auch mit der Erfahrung aus dem ersten Album. Die Ravenheart war eine interessante und eigentlich auch sehr schwierige Zeit, weil zu Kill the Sun Zeiten, zumindest am Anfang, waren Marco und ich noch liiert. Und bei der Ravenheart, das war dann so das erste Mal, dass Songs entstanden sind und wir kein Liebesverhältnis hatten, um es profan auszudrücken. Und es war aber trotzdem sehr schön, weil ganz viele Songs von dem Album auch, gerade auch der Song Ravenheart, wirklich zusammen entstanden sind, dass wir uns wirklich mit einer billigen Akustikklampfe auf dem Sofa gehockt haben und das uns überlegt haben. Jetzt einfach aus einem Bauchgefühl heraus. Und es war ein sehr gutes Gefühl, was mir immer sehr wichtig war, dass ich auch mit früheren Freunden, mit früheren Partnern eigentlich ein gutes Verhältnis habe, wenn das möglich ist. Mit Marco war es möglich, ist es möglich und es war sehr genial, auf einer freundschaftlichen Basis dann dieses Album zu schreiben und trotzdem so viel Persönliches auch zu wissen voneinander. Es gab auch einfach viele Ideen, die vorher schon da waren, die ich aber auf dem Debütalbum einfach noch nicht umsetzen konnte, weil ich die Erfahrung noch nicht hatte. Und danach dachte ich dann, jetzt könnte das funktionieren. Jetzt mit der Erfahrung schon mal ein Album aufgenommen, jetzt packen wir diese etwas ehrgeizigeren Projekte auch mal an, wie zum Beispiel sowas wie Some Like It Cold. Das klingt so ein bisschen wie so ein James-Bond-Titelsong. Das war mir als James-Bond-Fan natürlich ein großer Spaß, mal sowas zu machen. Dementsprechend klingt dieses zweite Album Ravenheart sehr vielschichtig. Was mich immer sehr gewundert hat im Nachhinein, ist, dass viele Leute sagen, so, das ist so ein Stil. Das ist jetzt irgendwie dieser Female Gothic Metal Stil und das klingt alles irgendwie sehr ähnlich und gleich auf dem Album. Für mich war das eine Sammlung aus ganz vielen verschiedenen Dingen, die wir verwirklichen wollten. Also sowas wie so ein James Bond Titelsong. Black Flame ist dann eher so eine 80er Jahre Indie Rock Nummer irgendwie, die der Produzent dann natürlich ein bisschen moderner dann natürlich umgesetzt hat. Aber für uns ist das so eine fast schon unzusammenhängende Mischung an Songs, dass wir während der Produktion fast schon so ein bisschen Angst hatten, dass die Leute das etwas verwirren könnte und dass das gar nicht so gut ankommen würde, aber es kam sehr gut an. Also die Moral von der Geschichte ist dann immer, man muss einfach tun, worauf man gerade Bock hat. So, das spüren die Leute dann und anscheinend kommt das dann am besten an. Ravenheart ist für mich so ein bisschen Utopia geblieben, weil das ist so was man immer wieder auch anstrebt, aber man kann halt auch, es ist gut, dass man negative Dinge hinter sich lässt und manchmal sehr schade, dass man ein bestimmtes positives Konzept hinter sich lassen muss, weil sich Menschen einfach verändern. Yeah.
Kompositorisch größte Hit ist natürlich Ravenheart und auch gleichzeitig der Song, der halt irgendwie, wo halt alles gepasst hat irgendwie von Anfang an, es war halt einfach so. An dem Song stimmt im Prinzip alles irgendwie, habe ich so das Gefühl im Nachhinein. Der ist einfach sehr rund gewesen damals und der hat auch einen Text, der die Leute anscheinend sofort anspricht. Obwohl wir selber gar nicht genau wissen, worum es darin geht. Aber es geht halt mehr um Gefühle. Damit ist die Band bekannt geworden, auch sehr schnell, sehr viel gewachsen. Und ich denke auch, dass die Band nach wie vor mit diesem Song ein bisschen assoziiert wird. Und ich finde, da gibt es durchaus schlechtere Songs. Ich spiele ihn gerne. Ich singe ihn gerne, ich mag ihn auf dem Album auch gerne, aber es ist manchmal schon so ein bisschen eine Wunschvorstellung, irgendwann mal ein Konzert ohne Ravenheart zu spielen. Einfach um rauszufinden, ob die Leute dann enttäuscht sind, weil dieser eine Song fehlt. Man hat ihn schon ein paar Mal gespielt und man muss ihn auch trotzdem immer noch regelmäßig proben. Also ich sag mal so, bei den Proben ist es sicherlich ein Song, wo man immer denkt, kann man nicht einfach zum nächsten Song übergehen. Aber live ist es einfach immer wieder toll, auch die Reaktionen auf den Song zu erleben und einfach auch zu sehen, dass die Leute den nach wie vor mögen. Das kratzt so am Ego, wenn man manchmal denkt, sie haben jetzt echt nur auf diesen einen Song gewartet, wofür schreibe ich noch andere Songs? Aber gut, okay, ich meine, da sollte ich jetzt nicht lamentieren, da geht es anderen Bands noch viel schlimmer, die viel größere Hits hatten und ich will gar nicht wissen, wie die Rolling Stones sich eine Setlist zusammenstellen. Wahrscheinlich haben die auch nur eine begrenzte Auswahl, weil alle Leute immer wieder die gleichen Songs hören wollen. Ich denke mal, dass generell der Live-Sound einfach ein bisschen brachialer ist und dass die Gitarren da ein bisschen mehr im Vordergrund sind. Lisa performt ihn auch eigentlich ganz anders, will ich jetzt nicht sagen, aber doch schon recht unterschiedlich von der Albumversion. Da geht man einfach live wesentlich mehr auf die Leute zu und holt einfach alles, was wirklich an Rock'n'Roll in dem Song drin ist, dann auch raus. Das ist, aber ohne dass man jetzt wirklich bewusst Noten verändern würde, sag ich mal. Come to me, Ravenheart.
nach Ravenheart war der Druck natürlich noch größer von der Plattenfirma. Die wollten natürlich nach so einem Album, dass das dann so gut angekommen ist, dass dann wirklich wochenlang in Charts war, da wollen sie dann nochmal so ein Ding haben. Da wurde die Sache dann natürlich ein bisschen schwierig. Also dass da, da sollte so schnell nachgelegt werden. Es waren auch viele Ideen da, aber ich sag mal im Nachhinein, ich hätte an bestimmten Ideen gerne noch ein bisschen länger gearbeitet. Das wäre sicherlich ganz schön gewesen. Dann wäre das Album nochmal durchdachter gewesen. Na, durchdachter ist das falsche Wort. Vielleicht einfach noch ein bisschen reifer und schöner. Ich hatte noch ein bisschen größere Visionen als das, was auf dem Album letztendlich drauf ist. Ich denke, da sind große Nummern drauf. Da ist auch sehr viel großes Kino, gerade durch dieses Filmorchester Babelsberg, was wir auf dem Album hatten und die vielen Gastmusiker. Das ist ja schon wirklich großes Kinofeuerwerk, was da abgefeuert wird. Aber trotzdem hatte ich persönlich eigentlich noch Größeres im Sinne auf diesem Album. Dieses ganze Orient-Konzept mit India und Salome und so weiter wurde gestartet im Prinzip schon beim Debütalbum durch so Songs wie Isis Osiris und durch bestimmte orientalische musikalische Einflüsse. Dieser fernöstliche Touch, der uns häufig nachgesagt wird, ich glaube, der entsteht eher durch Zufall. Das ist also jetzt, ich glaube nicht, dass wir das bewusst machen. Das passiert beim Songwriting. Es kam definitiv von Marco. Marco mag es gerne mystisch und wenn er das jetzt sieht, weiß er, warum ich lache, weil das ist unser ewiger Streitpunkt. Ich finde mystisch doof, er findet mystisch ganz toll. Und ja, so kam dann halt das Orientalische in die Band rein. Ich finde es schon auch schön, manchmal so als Spielerei, aber ich glaube, ich sehe es einfach nicht so ernst wie Marco. Und wobei witzigerweise die Idee zu dem Song Salome und damit ja dann auch zu dem Albumtitel kam schon von mir, weil das eigentlich ein Thema war, was ich immer gerne vertonen wollte. Und wo ich immer vor zurückgeschreckt bin, weil ich dachte, das ist bestimmt schon 30.000 Mal in der Rockmusik umgesetzt worden, weil das eigentlich ein sehr schönes Thema ist, finde ich. Und ich dachte auch immer, es wäre sehr bekannt, aber anscheinend gab es das noch gar nicht so oft. Also zumindest habe ich über Google nichts rausgefunden. Sowohl hinter India als auch hinter Salome stecken textlich natürlich gewisse Überlegungen, wobei es aber keine Konzeptalben sind. Also die sind schon sehr, sehr, sehr songbezogen. Also man kann also sowohl in Indien als auch in Salome sehr viel reininterpretieren über diese biblische Gestalt und über das Land Indien hinaus. Aber das ist jetzt eigentlich nichts, was ich durch wie ein roter Faden durch das Album ziehen würde oder so. An dem Salome-Cover bin ich schuld. Das ist auf meinem Mist gewachsen. Also die Plattenfirma wollte schon gerne, das muss man mal ganz deutlich sagen, mein Gesicht vorne drauf haben, womit ich von jeher auch bei der Ravenheart schon ein großes Problem hatte. Das ist eine Sache, die ich am kompletten Musikbusiness auf Deutsch scheiße finde, richtig scheiße finde, dass der Frontmann, die Frontfrau so dermaßen gefeatured wird, wo ich denke, was zum Teufel mache ich, was jetzt irgendwie besser oder toller oder wichtiger ist als das, was die anderen machen. Das werde ich wahrscheinlich nie nachvollziehen können. Und ich lebe mit einem ständigen schlechten Gewissen meinen Bandkollegen gegenüber, weil ich immer denke, so, ah, ja, das ist total interessant, was der jetzt zu erzählen hat, frag den doch mal. Aber gut, man ist dann halt Sängerin. Und Plattenfirma möchte das gerne featuren. Und ja, mein Gesicht musste vorne drauf. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das? Wie kriegen wir das Gesicht vorne drauf, sodass es uns allen gefällt? Thema war Salome, Schleier liegen nah. Und das Bild ist tatsächlich in dem Fotostudio entstanden, in dem ich arbeite. Und dann habe ich mich sehr lange mit meiner Chefin zusammengesetzt und dann haben wir ein bisschen probiert. Aber für mich war es, also Fasching würde es jetzt ein bisschen zu sehr ins Lächerliche ziehen. Es war schon nicht lächerlich gemeint von meiner Seite aus. Es sollte schon schön aussehen und orientalisch aussehen. Vielleicht trifft es am ehesten, wenn ich sage, ich liebe Kostümfilme. Nicht, weil ich denke, es ist Verkleidung, sondern weil ich es mag, in andere Rollen zu schlüpfen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt als esoterische Bauchtanzschnepfe sehe, sondern ich fand es einfach schön, das optisch umzusetzen. Ich finde mich selbst auch sehr wandelbar oder ich habe Spaß daran, mich zu verändern. Ich habe alle 3 Monate neuen Haarschnitt und sehe komplett anders aus. Macht Spaß. Drückt für mich auch Gefühl aus, durchaus auch eine Ernsthaftigkeit. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin eine Orient-Prinzessin. Finde ich Quatsch, weil in 3 Monaten bin ich vielleicht ein Vamp und in 6 Monaten mache ich einen auf Rockabilly. They call
Interest, then it's in my chest.
Mein Lieblingsalbum von Xandria? Ganz schwer zu sagen. Es sind auf jedem Album Songs, die ich richtig gern spiele live. Ich denke mal, jedes Album, das sagen wahrscheinlich viele Musiker an dieser Stelle, hat seine ganz eigene Geschichte. Bei den Alben ist das so ähnlich wie bei den Beziehungen mit anderen Bands. So, man sieht nicht so sehr das Album als Sammlung von Songs oder als das, wie die Leute draußen ein Album wahrnehmen. Dass sie es in Player legen, von vorn bis hinten durchhören und dann sehen sie, da kommt das und das rüber. Das ist eine Sammlung von Songs. Für uns, als die das erschaffen haben, ist da immer sehr viel Gefühl, schwingt damit aus dieser Zeit, als wir das Album aufgenommen haben. Da ist sehr viel Persönliches aus dieser Zeit mit drin, was wir damit verbinden, wo wir es aufgenommen haben. Wenn wir Songs hören, dann haben wir immer irgendwie im Kopf, da haben wir in der und der Pension gewohnt und da gab es das und das zum Frühstück. Das sind so diese witzigen Geschichten dabei. Ich kann gar nicht ganz genau sagen, was mein Lieblingsalbum ist, weil für mich sind die Alben wie Kinder, hat man wahrscheinlich schon 30 Mal gehört von Musikern, dass das wie Kinder ist, aber jedes Album hat einen eigenen Charakter. Ich habe einen unterschiedlichen Bezug zu jedem Album. Ich könnte jetzt nicht direkt sagen, welches mir das liebste Album ist. Klar, wie man jetzt wahrscheinlich auch vermuten würde, antworte ich jetzt, ich mag alle 4 Alben, die bislang erschienen sind. Ich glaube, musikalisch kann ich mich persönlich am ehesten klingt schon wieder so negativ, am meisten mit der Salome identifizieren, wobei für mich die Ravenheart insofern natürlich sehr bedeutend war, als dass ich zu dieser Zeit in die Band gekommen bin. Ich könnte sagen, dass das Kill the Sun Album für mich, vielleicht auch dadurch, dass ich kreativ nicht so wahnsinnig viel beteiligt war, zwar ein sehr schönes Album ist, aber ich mich jetzt nicht dadurch repräsentiert fühle, also im, ja, wie soll ich sagen, es ist einfach nicht so, dass ich das Gefühl habe, mich damit jetzt super gut ausgedrückt zu haben, was logisch ist, weil es ja vor allen Dingen Marcos Werk war. Die Ravenheart ist ein bisschen mein Lieblingskind, aber halt eben auch nur an bestimmten Punkten. Ich finde im Nachhinein sehe ich da gewisse Plattheiten, was vielleicht auch ganz klar ist, dass man so im Laufe der Zeit über bestimmte Dinge hinauswächst und ich könnte mich bei dem einen oder anderen Text manchmal so schreiend auf den Boden wälzen und mir das Gesicht aufkratzen. Aber gut, ich meine, man muss damit auch in Zukunft leben und es ist ein sehr schönes Album und es ist für mich ein sehr ehrliches Album. Es ist sehr naiv, keine Frage, aber es hat einfach unglaublich Spaß gemacht, das zu machen und es war sehr kreativ ergiebig. Also ich denke schon, dass das Ravenheart ein sehr, sehr, sehr gelungenes Album irgendwo war, weil es einerseits einfach sehr viele Facetten gezeigt hat, weil es also mir persönlich sehr viel Spaß gemacht hat, sehr viele verschiedene Sachen auszuprobieren. Und die Leute fanden es trotzdem gut, obwohl es doch sehr unterschiedlich ist, was da so drauf ist auf dem Album. Durchweg gut. Da gibt es eigentlich 2 Alben, India und Salome, die ich richtig gut finde und wo die Songs halt auch einfach Spaß machen live. Also ab der India wurde es ja dann schon ein bisschen härter, kann man sagen, bei uns. Und also die Salome unterscheidet sich, wenn man es jetzt aufs Album bezieht, einfach vom Sound. Es ist einfach ein bisschen erdiger, was ich persönlich irgendwie sehr gerne mag. Das ist halt eher meins. Die India-Scheibe ist mein Problemkind. Die kann ich immer noch nicht hören, ohne dabei negative Gefühle zu haben, weil wir uns in der Zeit, als wir die India aufgenommen haben, sehr gestritten haben, vor allen Dingen Marc und ich. Das war eine ganz fiese Zeit und die Aufnahmen waren dementsprechend auch unentspannt. Und ich habe dann wenn ich das höre, verbinde ich damit immer einen gewissen Krampf und eine Gezwungenheit. Deswegen, aber andererseits finde ich die Songs sehr genial und ein paar von meinen Lieblings-Live-Songs sind von der India. Also auch das ist ein Kind, das ich liebe. An sich sind es bei mir eher einzelne Songs, wo ich denke, die sind besonders gelungen. Und die Salome ist das Bandalbum. Was ich daran sehr schön finde, ist, dass es nicht Marcos Werk war oder mein Werk oder Marcos und mein Werk, sondern da waren wirklich alle dran beteiligt, da haben wir alle mitgeredet, alle in der Suppe umgerührt. Und das ist eigentlich für mich die optimale Arbeitsweise. Ich wollte immer mit allen arbeiten. Ich wollte nie irgendwie ein Solo-Ding machen oder die Diva raushängen lassen. Band ist wichtig. Save my life.
asking you to give, let live or die. Mein Lieblingssong von Xandria, das ist sehr schwer zu beantworten. Es gibt ja doch eine ganze Menge Songs, die ich mag, logischerweise. Da fällt mir von der India The End of Every Story ein. Das ist so ein relativ weitläufiges Epos mit vielen verschiedenen Parts. Macht sehr ruhige Stellen, geht dann wieder sehr, sehr laut und bombastisch wieder los an anderen Stellen und ist sehr interessant. Sind auch ein paar recht anspruchsvolle Dinger drin. Als Lieblingssong gebe ich immer So You Disappear an vom ersten Album. Ich glaube, Marco hat auch mal gesagt, dass das eigentlich der erste Song war, den er für Xandria jemals geschrieben hat. Und das ist auf jeden Fall so ein Song, der meiner Meinung nach wirklich in jedem Kontext funktioniert, unabhängig vom Arrangement und einfach auch mit den Akkorden. Salome mag ich sehr, sehr gerne. Der Opener vom ersten Album, Kill the Sun, das ist ein Song, da ist besonders die Melodie in der Strophe, die ist sehr interessant. Da waren die Leute damals schon sehr fasziniert von und haben immer gesagt, irgendwie ist die Melodie für mich so, als hätte ich sie schon immer gehört, als wäre sie schon immer in mir gewesen. Das haben viele Leute so auf diese ähnliche Art ausgedrückt. Das fand ich natürlich sehr schön, sowas geschrieben zu haben. Firestorm ist ein toller Song, neben vielen anderen natürlich. Was natürlich auch sehr viel Spaß macht, ist der Titelsong von der India, weil es einfach ein schnelles Metal-Stück ist. Ich spiele Emotional Man sehr gerne live. Die drei würden mir jetzt so als erste einfallen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir in Zukunft noch mehr von solchen Dingen tun. Messenger of me.
Xandria Live Höhepunkte müsste man jetzt aufteilen in Publikumshöhepunkte und Höhepunkte für mich. Die Leute sagen ja generell immer, dass wir live irgendwie härter sind, dass wir live druckvoller rüberkommen als auf Platte, dass auf Platte alles mehr so auf, dass das alles mehr schön klingt und vielschichtig klingt und dass live vor allem Energie und Druck rüberkommt, wo dann mancher Metal-Fan sagt, hey, das finde ich jetzt aber auch richtig geil. Live-Songs, die richtig knallen, sind meiner Meinung nach Black Flame, wobei es auch gleichzeitig der untypischste Song für uns ist, würde ich sagen. Und von der Salome jetzt Emotional Man, also der macht einfach Spaß, geht gut nach vorne. Das sind so meine Favoriten. Meine persönlichen Höhepunkte sind definitiv alle Growl-Stellen, also Snowbite und Firestorm. Black Flame ist jetzt nicht gegrowlt, aber halt eben ein bisschen dreckiger gesungen. Sowas mag ich sehr, da freue ich mich sehr drauf, weil man einfach mal loslassen kann und ich nicht immer mit Contenance dastehe und einen auf Operntroller mache. Macht auch Spaß, aber ich mag halt die Abwechslung. Wir haben uns alle sehr auf den Moment gefreut, da sie das live tun würde, weil es war ja immer so, Summer Breeze ist ein Metal Festival. Und wir sind immer so ein bisschen bei den Metallern als die Softie Gothic Band verschrieben. Dabei sehen wir uns selber eher als Metal-Band. Wir kommen alle eher aus dem Metal selber. Ich sowieso und die anderen eigentlich auch alle. Auf dem Summer Breeze, das war für uns so ein bisschen, wir stehen da vor vielen Leuten, die jetzt denken, ah ja, jetzt kommt mal wieder so eine Female-Beispielkapelle hier und dann haben wir gesagt, ja Lisa, jetzt growl mal da die Stellen. Ne? Und da waren wir richtig gespannt drauf, wie den Leuten die Kinnladen runterklappen. Das sind meine Höhepunkte. Ich glaube, das sind auch Höhepunkte fürs Publikum. Aber da zählt dann natürlich wieder das obligatorische Ravenheart sehr viel in die Wertung mit rein. Ich denke, es ist schon hier unser Smoke on the Water, das Ravenheart, was wir immer spielen müssen live. Aber was wir auch nach wie vor gerne spielen. Ich spiele den Song gerne und soweit ich weiß, tun es die anderen auch noch. Weil der glücklicherweise nicht nur eingängigen Hit-Charakter hat, sondern auch Spaß macht zu spielen. Ich glaube, dass auch der Song India extrem gut ankommt, zumindest bei Leuten, die auch gern mal moschen. Was bei Ravenheart eher lustig aussieht. Ja, ich denke, vielleicht hat jeder so seinen persönlichen Fave. Das ist natürlich auch etwas, was wir live sehr gerne tun. Also besonders Lisa hat dann teilweise Parts, wo sie auf dem Album vielleicht eher so ein bisschen eindringlichen Sprechgesang macht, wo sie dann live sehr aggressiv dann singt, weil das Gefühl auch einfach drin liegt in den Songs. Also da lassen wir live definitiv mehr Gefühl, mehr Aggression aus uns raus, auch wenn sie in den Songs drin liegen. Also ein Song, der live sehr gut funktioniert, was ich anfangs zugegebenermaßen auch nicht gedacht hätte, das ist, oder fallen mir sogar zwei ein, Snow White. Vielleicht auch gerade wegen der Grundeinlage von Lisa. Das ist natürlich immer ein Hinhörer auch fürs Publikum, gerade die Leute, die uns noch nicht live gesehen haben. Das ist in der Albumversion ja noch anders. Die staunen dann natürlich erstmal. Und was live tatsächlich sehr gut funktioniert, ist The End of Every Story vom India-Album. Was ich damals, als wir den Song aufgenommen haben, auch jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, dass das so ein Live-Feld wird von mir. Ein Song, den ich einfach sehr, sehr schön finde und der auch live einfach unglaublich viel Spaß macht, ist Firestorm, weil da einfach viele Elemente drin sind, die Band ausmachen. Es gibt da auch Passagen, die durchaus sehr episch sind. Andererseits wird aber auch das volle Metalbrett gefahren eigentlich. Und das macht live einfach unglaublich Spaß, das zu präsentieren. Und ich halte das auch durchaus für eine Kunstform, einen Song so zu schreiben, dass man das alles da drin hat und einfach sich damit, nicht zu verstecken braucht. Und man live nicht sagen muss, so, okay, jetzt geht's mal gerade nicht so ab, aber der Song ist kompositorisch unglaublich wertvoll. Ich finde, das ist gut, dass man da direkt beides hat. Ich spiele persönlich sehr gerne India, einfach weil es ein schneller Metal-Song ist. Der ist einfach auch teilweise recht anspruchsvoll, weil er recht schnell ist. Und weil er mich teilweise an Judas Priest erinnert. Das mag ich auch sehr gerne daran. Es ist tatsächlich schon vorgekommen, dass wir nach längerer Zeit mal wieder eine Platte angehört haben, einen Song, den wir live spielen, den auf Platte hören und denken, oh, den spielen wir mittlerweile doch ein bisschen anders.
Das sind dann allerdings mehr Feinheiten. Das sind bestimmte, bestimmte Riffs, wo Philipp und mir vielleicht einfach die Sache zu langweilig geworden ist. Und dann spielen wir ein bisschen was Lustigeres da. Und das sind aber Sachen, die sich vor allem im Proberaum entwickeln. Wir proben auch relativ viel. Wir haben alle die gemeinsame Heimatstadt Bielefeld. Und deswegen ist es ja nicht so, dass wir über die ganze Welt verstreut sind wie manche andere Band, die dann sich nur ein Wochenende zum Proben treffen kann, bevor es auf Tour geht oder im Studio. Das ist natürlich ganz schön, weil wir dann auch Songs wirklich gemeinsam auch zwischendurch mal leben können und auch gucken können, was mit diesen Songs noch passieren kann. Während der Proben gehen wir allerdings manchmal sehr weit. Wir machen während Proben auch manchmal lustige Jazz-Versionen und Funk-Versionen, obwohl wir diese Richtung eigentlich nicht so toll finden. Das ist aber lustig, das zu verarschen. Also wir sind dann sozusagen unsere eigene YouTube-Verarschung im Proberaum manchmal. Also ein Song, der definitiv im Schattendasein fristet bei Xandria, ist Black Flame. Der klingt auf dem Album wie ein Beach Boys-Song und das ist ja auch mal ganz lustig, aber so war er eigentlich nicht gemeint. Und wenn man ihn etwas anders spielt, hat er schon fast was Punkrockig-artiges. Also da geht's dermaßen nach vorne, dass die Plattenfirma hätte den, glaube ich, nie als Single genommen, aber wir spielen ihn live immer sehr gerne. Macht einen tierischen Spaß, weil ich da richtig rotzig singen darf und ich sehe mich ja selbst nicht so in der Engelchenrolle. Ich habe wenig Engelhaftes an mir. Und ja, der verdient mehr Aufmerksamkeit, kriegt aber live dann auch. Aber man merkt das schon oft so, weil beim Songwriting, wenn der Song so ein bisschen weiter ist, oh, das wird ein guter Live-Song oder na, der wird auf dem Album eine schöne Sache sein, aber live werden wir den wahrscheinlich nicht bringen. Das hat sich manchmal auch schon komplett umgedreht dann wieder, als wir den im Pro-Raum dann vielleicht auf eine etwas andere Weise gespielt haben und plötzlich war das dann ein Kracher. Aber man merkt das natürlich schon schnell. Sowas habe ich beim Songwriting auch schon tatsächlich im Kopf. Wenn ich merke, dieser Song kann live gut funktionieren, dann forciere ich das noch mehr. Und natürlich haben wir mit den Jahren sehr viel darüber gelernt, wie man das macht. Ich denke, nach den ersten beiden Alben haben wir erst wirklich angefangen, viel live zu spielen. Wir haben vor dem ersten Album gar nicht viel Konzerte gegeben. Viele andere Bands sind vor dem ersten Album schon jahrelang getourt, haben die Ochsentour gemacht. Da muss ich leider sagen, die Credibility, die haben wir uns da nicht so sehr auf der Straße geholt, sondern einfach dadurch, dass wir von Anfang an Songs hatten, die Leute begeistert haben. Und ich finde, das ist auch eine gute Credibility. Und wir sind dann damit auf die Straße gegangen und haben dann natürlich die Erfahrung gemacht, was live gut funktioniert und was nicht. Und haben damit natürlich auch später beim Songwriting mehr und mehr arbeiten können. Die meisten Fans haben, kann ich gar nicht so genau sagen. Wir kommen natürlich aus Deutschland und hier kennen uns, denke ich, auch sehr viele Leute. Hier sind wir am meisten unterwegs gewesen immer. Das ist sicherlich einfach unsere Basis hier. Das ist ganz klar. Aber es gibt auch andere Erdteile, in denen wir zunehmend auch bekannter werden und wo die Leute in unserem MySpace, in unseren Gästebüchern schreien, kommt doch mal bitte hier rüber, spielt doch mal wieder hier oder zum ersten Mal hier. Südamerika zum Beispiel. Da wollen die Leute schon sehr gerne, dass wir da mal hinkommen und das werden wir sicherlich auch demnächst mal in Angriff nehmen. Es gibt eine bemerkenswerte erste Reihe, die immer da ist und es ist dann auch immer die gleiche erste Reihe, immer in der gleichen Reihenfolge, immer die gleichen Leute. Und das ist eine Fanbase. Die sind großartig, die sind spitze, die kenne ich schon alle mit Namen und das ist schon Familie. Das finde ich spitze, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, in der oder der Stadt gehen wir hin und da ist dann immer Halligalli. Es kann alles passieren. Die exotischsten Konzerte, die wir hier gespielt haben, waren zum Beispiel das Busan International Rock Festival in Korea, in Südkorea. Wo wir da vor, was weiß ich, waren es 30, 40, 50.000 Leute, die da auf diesem Free, auf diesem größten Free-Konzert Asiens, Südostasiens, da an diesem Strand, dieser Millionenstadt in Korea, da gestanden haben.
Wir haben da ja als Co-Headliner gespielt an dem Abend. Das war großartig, alleine schon deswegen, weil wir mit Blick aufs Meer gespielt haben. Und während wir gespielt haben, ist die Sonne untergegangen. Und das heißt, dass wir direkt einen Sonnenuntergang über dem asiatischen Meer hatten. Und ich habe immer ein bisschen fast vergessen zu singen, weil es einfach aussah wie eine Postkarte. Und weil 35.000 verschwitzte, langhaarige Asiaten, die übelst abmoschen, einfach auch ein beeindruckendes Bild sind, plus Sonnenuntergang. Das war schon wirklich monumental. Ja, dann haben wir in Mexiko gespielt, mit dem bisschen schärferen Essen, wo ich ganz schlimme Erfahrungen mitgesammelt habe und wonach man auch nicht richtig gut singen kann. Das war schon auch was. Und Russland fand ich fast exotischer als Mexiko, weil wer einmal russischen Mangosaft getrunken hat, der weiß, wovon ich rede. Das, liebe Freunde, ist ein Abfallprodukt aus der Weltraumforschung. Das hat mit Obst nicht das Geringste zu tun. Aber Russland war originell, ja. Also die Straßen vor allen Dingen auch. Wer braucht einen Massagesessel, wenn er mit einem uralten Van über russische Landstraßen brettern kann? Das war unglaublich. Und die Frauen sind sehr knapp bekleidet in Russland. Das hat meine Jungs sehr gefreut. So Frauen, die in Bikini-Oberteilen zum Konzert kommen. Aber da waren die jetzt mit mir schon verheiratet. War an der Kette. Also eins der besten Konzerte, meiner Meinung nach. Mein bestes Konzert, was wir je gespielt haben. Haben wir gespielt vor sage und schreibe 35 Leuten in einer kleinen Stadt namens Lahr. Für dieses Konzert gab es keine Werbung, als Entschuldigung dafür, dass es auch keine Leute gab bei dem Konzert. Da hing Poster im Club, wo drauf stand, übermorgen. Was ich sehr aussagekräftig fand, sollte man, naja gut, man kann sich ausrechnen, wann plakatiert wurde, man kann sich dann auch ausrechnen, wie viele Leute daraus eine Information gezogen haben. Jedenfalls hatten wir 35 Leute da und nachher knapp 200 Gästebucheinträge von wütenden Fans, weil sie einfach nicht wussten, dass wir da spielen. Und dieses Konzert war meiner Meinung nach wirklich das Beste, was wir je gespielt haben, was ich je gesungen habe, weil es so unglaublich persönlich war. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass restlos mit jedem Einzelnen, der da war, der Funke wirklich übergesprungen ist. Da war eine Stimmung, das haben 35.000 schwitzende Koreaner nicht hingekriegt. Oh,
Vorneweg, das sind alles herzensgute Menschen. Zuallererst muss man natürlich sagen, dass wir unglaublich viel Spaß daran haben, zusammen zu sein, auch nach wie vor. Und gerade so eine Geschichte wie eine Tour zu spielen und rumzukommen, das macht einfach unglaublich viel Spaß, das mit den Leuten zusammen zu erleben. Natürlich sind in der Band alle total super. Also was uns als Band auszeichnet irgendwie und was es halt einfach immer wieder, was immer wieder Motivation gibt, ist, glaube ich, so der Humor. Also wir sind alle irgendwie auf einer Wellenlänge und es ist einfach immer super lustig. Gerrit war natürlich von Anfang an dabei, das war damals, weiß ich noch, als ich die Musiker gesucht habe in Bielefeld, das war mein absoluter Wunschschlagzeuger. Das war einfach der geilste Metal-Schlagzeuger der Stadt. Den musste ich einfach haben. Aber auch der musste, glaube ich, erst besoffen gemacht werden, bevor er richtig Bock hatte. Was fällt mir zu Gerrit ein? Gerrit hat einen Hammer-Humor. Er ist echt krass, vor allen Dingen, weil er unheimlich gut über sich selbst lachen kann. Er kann sich, also auch wenn er richtig Mist baut oder so, dann ist er derjenige, der sich selbst auf die Schenkel klopft und sagt, okay, das war jetzt scheiße, aber egal, hat Spaß gemacht. Gerrit ist ein Arbeitstier. Beängstigend organisationssicher, was viele, eigentlich alle Dinge angeht. Gerrit kann die schönsten Komplimente machen. Er hat mir persönlich zwei sehr schöne Komplimente gemacht. Das erste war, als ich ihn besiegt habe beim Tony Hawk Skateboarding auf der PlayStation, sehr hoch besiegt habe, guckte er mich sehr beeindruckt an und sagte, du fette, geile Sau. Ich dachte, das ist genau das, was ein Mädchen hören will. Macht live vor allem unsere ganzen organisatorischen Sachen. Und das zweite war, als ich ihn irgendwann mal fragte, sag mal, findest du meinen Bauch zu dick? Da sagt, ach, bei den fetten Möpsen fällt das gar nicht auf. Er ist ja Pfleger in einer geschlossenen Anstalt und kann da, glaube ich, viele Qualitäten einfach auch in der Band einbringen. Ja, kann sich unheimlich gut Respekt verschaffen, was
ich manchmal beängstigend finde, weil mit Gerrit will man sich wirklich nicht streiten. Der kann ganz unangenehm werden, wenn er mal wütend ist. Gerrit kann sehr launisch sein. Ich habe es ein- oder zweimal erlebt, dass er wirklich richtig wütend geworden ist. Und da habe ich, obwohl es mich gar nicht betroffen hat, aber ich habe Angst gekriegt, ganz ehrlich. Weil der hat auch schon diese Masse. Das ist ja viel Mann, was da an ihm dran ist. Aber ein sehr, sehr netter Typ, sehr witziger Typ. Nur wie gesagt, streiten sollte man sich besser nicht mit ihm. Philipp ist der Pflegeleichteste von allen. Philipp ist spitzenmäßig. Der Jüngste bei uns. Ganz intelligenter Typ. Ein sehr umgänglicher Typ. Hat einen sehr speziellen Humor, muss man sich ein bisschen reinfühlen, aber dann ist das schon so, dass man denkt, das ist genial. Der Mann ist schon ein bisschen genial. Philipp ist der, einfach mal das Solo spielt, das ich gar nicht drauf habe, aber gerne beim Song haben würde. Philipp ist der, mit dem ich so am ehesten mal irgendwie feiern kann. Das ist auch, glaube ich, so derjenige aus der Band irgendwie, der mit mir zusammen irgendwie am meisten auch mal feiert, auch mal einen Pilz trinkt. Das Beeindruckende an Philipp ist, dass er auch im sehr bedröhnten Zustand noch vollständige Sätze bilden kann, die einen Sinn ergeben und einem unheimlich tiefgründig vorkommen. Und ich glaube, die sind das dann auch. Das finde ich echt, der braucht, ich glaube, der läuft auf Alkohol wie ein Auto auf Benzin. So, ich glaube, der braucht das dann so. Sein Tick ist, glaube ich, dass er einfach unglaublich lange wartet, bis er mit seiner Meinung rüberkommt. Also er ist einfach unglaublich still. Er hat auch bei uns den Spitznamen Stille. Oder Phil Schweiger. Er ist mehr so der stille, verständnisvolle Typ meistens. Philipp ist einfach derjenige, der zu den manchen Sachen dann einfach mal so den richtigen Kommentar gibt. Das kannst du jetzt aber gar nicht bringen. Manchmal nervt das auch, dass er nicht redet. Weil man denkt man immer, jetzt sag doch mal, was du meinst, sag doch mal. Und dann sitzt er da und sagt, ja. Aber was ganz toll ist, ich schneide gerne Haare und ich kann das nicht so gut. Und Philipp ist nicht so eitel und das heißt, dass ich an ihm immer rumprobieren darf. Ich habe ihm auch schon einige lustige Make-ups verpasst. Damit ist er dann sogar auf die Bühne gegangen. Ich glaube, er hatte nur einmal ein Problem damit. Ich glaube, das war in Memmingen, als er von einem Fan gefragt wurde, ob er jetzt aussehen will wie Bill von Tokyo Hotel. Das fand er nicht so witzig. Die Frisur hat er sich nicht nochmal machen lassen. Verstehe ich aber auch. Ansonsten verstehen wir uns gut, wahrscheinlich deswegen, weil ich Weintrinker bin und er Biertrinker ist und ich ihm deswegen nichts wegtrinke. Nils, der zuverlässigste der Band, auf jeden Fall. Der ist meistens sehr ruhig. Man muss eigentlich aufpassen, wenn Nils irgendwie ein schlechtes Konzert gespielt hat oder sich einmal zu viel verspielt hat bei einer Show, dann fliegt schon mal der Bass. Kann aber einen unglaublichen Müll reden, wenn er aus dem Blindfahrt kommt. Also wirklich bis an eine Schmerzgrenze. Wir haben in einem Mietwagen gesessen, in einem schwarzen Mercedes und ich glaube Marco sagte, ja das ist doch mal standesgemäß hier, schön in einem schwarzen Benz. Und dann ist natürlich klar, dass von Nils von hinten kommt, ja wir sind ja selber eine von den schwarzen Benz. Also so Sprüche in dieser Größenordnung die ganze Zeit, also wirklich bis es nervt. So, oh Nils, ist einer der Sätze, die durchaus häufiger fallen bei Proben überall. Das Witzige ist, dass viele von uns sich, auch bevor wir uns jetzt in dieser Band zusammengefunden hatten, auch schon irgendwie über mehrere Ecken kannten oder direkt kannten. Ich habe zum Beispiel über die Band, in der Nils vorher gespielt hat, habe ich mal in der Bielefelder Zeitung einen kleinen Artikel geschrieben. Und habe damals noch nie geahnt, dass ich mal mit ihm in einer Band spielen würde. Ja, und er kritisiert sich selbst immer unheimlich. Der macht Wahnsinnssachen auf dem Bass. Wahnsinn macht er. Und dann stellt er sich hin und sagt, ich habe im 28. Takt den dritten Ton versiebt. Und deswegen rede ich jetzt 3 Tage lang nicht und gucke mich auch nicht im Spiegel an, weil ich bin echt scheiße. Zu der Zeit war er sogar der weitaus erfahrenere und bessere Musiker. Und von daher habe ich mir das sowieso nicht ausgemalt, als er dann bei uns in der Band war. Das war schon... Das fand ich toll, super Bassist. Schön, dass wir ihn jetzt bei uns haben. Also es gibt ein legendäres Konzert, das war in München in der Garage. Da hat er sich seiner Meinung nach ganz übel verhackt
auf dem Bass. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, aber so ist mein Mann. Das müssen dann andere nicht unbedingt merken. Es reicht, wenn er es merkt. Und ich bin aus dem Backstage, also in den Backstage-Bereich reingegangen, der aber allerdings im Hinterhof war, sehr schick da. Und kaum hatte ich die Tür hinter mir zugemacht, fliegt die Tür wieder auf, Tür fliegt wieder zu, Nils kommt rausgestürmt wie so ein Rumpelstilzchen, allerdings ein etwas böseres Rumpelstilzchen, tritt mit voller Wucht vor einen Müllcontainer, wo Glas, glaube ich, drin war, irgendwas Schweres jedenfalls, haut sich dabei so dermaßen den Fuß an, dass er seitdem, und das ist 3 oder 4 Jahre her, nicht mehr Fußball spielen kann, weil er sich da irgendwie so einen Kapselriss oder irgendwas geholt hat beim vor die Mülltonne treten. Was ich nachher erfahren habe, ist, dass er seinen Bass vorher auf der Bühne in der Ecke gepfeffert hat und dann halt wutschnaubend in diesen Backstage-Bereich gerannt ist. Und ich war damals ganz frisch mit ihm zusammen und habe ein bisschen Panik gekriegt, weil ich dachte, oh Gott, so kennst du ihn gar nicht, dass der so ausrastet dann. Und dann habe ich, weiß ich noch, ich habe ihm dann einen Schal umgewickelt und sein Handy in seine Brusttasche gesteckt, weil es war arschkalt und habe gesagt, weil er meinte, ich muss jetzt weg, ich muss jetzt weg, ich muss hier raus, alles scheiße. Und ich gesagt, okay, wenn du länger als eine halbe Stunde weg bist, dann ruf bitte an. Und dann saß ich da wie so eine brave und dachte, muss ich mich jetzt Sorgen machen? Und seitdem kann ich nichts mehr schocken, wenn er dann irgendwie wieder rummosert und irgendwo gegen tritt oder mit der Faust irgendwo gegen haut. Hauptsache, es ist kein Mensch, aber es macht er nicht. Dann denke ich immer auch, alles gut, es beruhigt sich von alleine. Macht es sehr viel Spaß, einfach mal ein Bier zu trinken und zu quatschen. Marco ist der Bandgründer, somit von Anfang an in der Band dabei. Das ist meine Hassliebe. Marco und ich wissen, glaube ich, fast alles voneinander. Es gibt nicht so viel, was ich bei ihm nicht einschätzen könnte. Oder es gibt nicht viele Situationen, in denen ich nicht sagen könnte, was er denkt oder wie er sich gerade fühlt. Marco ist, wie gesagt, Mastermind der Band. Was ihm natürlich eine sehr wichtige Rolle zukommen lässt, die er manchmal auch raushängen lässt, dann ist es an uns, ihn wieder auf den Boden zurückzuholen. Und deshalb hat er auch meinen größten Respekt, weil ich persönlich halt kompositorisch nicht so begabt bin, sage ich mal, einen kompletten Song zu schreiben. Ich kann es halt irgendwie untermalen. Auf der anderen Seite gibt es niemanden in der Band, mit dem ich mich schon so oft und so heftig gestritten habe. Also noch nicht mal Nils, und mit dem bin ich verheiratet, das will schon was heißen. Aber Marco, das ist schon so ein bisschen esoterisch ausgedrückt, Yin Yang. Marco ist aber ansonsten auch ein wirklich herzensguter Mensch, den man allerdings manchmal etwas zu nehmen wissen muss. Er hört schwer. Ich glaube, weil er einfach so viel Zeit im Studio verbracht hat und es da grundsätzlich laut ist, haben seine Ohren irgendwie gelitten. Und das macht es halt auch manchmal schwierig, irgendwie, wenn man alles irgendwie nochmal erklären muss. Ich bin lange Jahre als Markus Handy-Klingelton durch die Weltgeschichte gegangen, weil er sein Handy einfach nicht gehört hat. Das lief dann immer mit Klopfzeichen. Marco, pat, 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 dein Handy klingelt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch unglaublich sympathisch und witzig, wenn dann irgendwie man zusammenspricht und da kommt Marco dazu mit einem, hä? Was? Ist schon so immer für Lacher. Ein ganz wesentlicher Punkt, Marco findet alles mystisch und ätherisch. Gerade im Bereich Songwriting haben Marco und ich, das ist sicherlich kein Geheimnis, häufig Meinungsverschiedenheiten. Was so Musikgeschmack, so sag jetzt mal Kunstgenuss angeht, sind wir da auf einer ziemlich guten Wellenlänge. Er will immer, dass ich mystisch und ätherisch singe, also möglichst hauchig, was ich auch manchmal mache dann, allein schon um ihm einen Gefallen zu tun, weil man kann ja nicht immer nur Nein sagen. Aber er weiß, also er macht das mittlerweile, glaube ich, schon aus Spaß. Er sagt das gar nicht mehr im Ernst, er sagt das nur noch, weil er ganz genau weiß, dass Lisa dann sofort auf 180 ist, wenn mystisch oder ätherisch in seinem Wortschatz auftauchen. Wenn ich sofort kriege so einen Hals und sage, lass uns doch Rock'n'Roll machen. Aber wie man sieht, wir kommen ja letztlich immer auf einen gemeinsamen Nenner und somit ist alles cool. Ja, und was soll ich jetzt über Lisa sagen? Wir sind verheiratet. Lisa ist im Prinzip der feinste Kerl von uns allen. Wer uns schon mal live gesehen hat und die Death Metal Vocals bei Snow White gehört hat, der weiß, wie es klingt, welchen Abwasch ich gemacht habe.
Wie jede Frau ist natürlich manchmal ein bisschen zickig. Wird häufig gefragt, ob wir Probleme haben oder ob es Probleme gibt mit einer Frau im Tourbus oder mit einer Frau in der Band. Und das ist eigentlich überhaupt nicht so. Ja, als Frau in der Band hat sie natürlich irgendwie eine gesonderte Stellung, die sie auch manchmal, naja, ausnutzt, will ich nicht sagen, aber schon ausspielt. Lisa ist natürlich, gerade was das Kreative angeht, meine größte Partnerin in der Band. Ganz klar. Also vor allem auf Ravenheart, das wir quasi zusammengeschrieben haben, weil Lisa vor allem mit dem Schwergewicht auf die Texte. Das ist natürlich schon einfach sehr wichtig, so diese Korrespondenz, die da gerade auf diesem Album zwischen uns war. Ob es jetzt irgendwie derbe Sprüche sind oder sich austauschen über irgendwelche amorösen Abenteuer aus der Vergangenheit, da ist Lisa eigentlich diejenige, die am wenigsten Blatt vor den Mund nimmt, und das macht es einfach immer sehr interessant und spannend, sich mit ihr dann zu unterhalten. Manchmal auch ein bisschen nah am Wasser gebaut, aber das ist schon okay so. Sie ist ein Herz. Ihr wart großartig! Ich liebe euch und hoffe, wir sehen euch bald wieder! In Wieder! Tschüss! Thank you.
Als ich angefangen habe mit Xandria, ging es für mich um den ganz großen Durchbruch, um den Erfolg in Zahlen, um den Erfolg in Charts. Und seit ich gesehen habe, was so ein Song wie Ravenheart aus einer Band macht und was so ein Erfolg aus einer Band macht, aus einer Frontfrau macht oder was da aus einem gemacht wird, da weiß ich andere Dinge zu schätzen. Da weiß ich zu schätzen, dass man total gerädert ein Interview gibt, wobei man total aufgeregt ist, weil man gleich das erste Konzert der Tour spielt und seit anderthalb Wochen nicht proben konnte, weil jemand krank war in der Band und die ganze Zeit sich nur fragt, wann kommen meine Ansagen und wie waren die nochmal und kommen genug Leute, finden die das gut. Ich stehe zu meinen Unsicherheiten mittlerweile und ich genieße alles so, wie es stattfindet. Genau wie ich auch Dinge einfach scheiße finden kann, wenn sie stattfinden. Aber hey, das ist mein Leben. Also ich sehe die Zukunft von Xandria auf jeden Fall auf der Straße. Jetzt im Sinne von im Tourbus unterwegs sein. Und das ist eine Sache, auf die ich mich sehr freue und wo ich sehr, sehr, sehr froh bin, dass wir das jetzt zum Beispiel im Moment gerade machen können und dass wir das hoffentlich in Zukunft auch so weiterverfolgen können. Und es ist mir sehr recht, wenn wir jetzt nur noch halb so viele Platten verkaufen sollten, wenn dafür doppelt so viele zu unseren Konzerten kommen. Also das ist eine Entwicklung, mit der ich sehr gut leben kann. Auf meinem Lieblingsfestival haben wir schon zweimal gespielt, das ist das Summer Breeze. Und gut, ich habe jetzt gerade hier diesen Wacken-Button. Auf dem Wacken würde ich auch gerne nochmal spielen. Da haben wir noch nie gespielt. Da bin ich immer nur gerne als Gast. Vielleicht waren wir dem bisher noch nicht Metal genug, aber mit unserer nächsten Scheibe kriegen wir euch dann. Unsere Zukunft sehe ich definitiv irgendwie auf den Bühnen dieser Welt. Ich denke, dass wir irgendwie genug Potenzial haben, dass wir auch über Deutschland oder Europa, nennen wir es mal irgendwie hinaus, dass wir da was erreichen können und das auch wollen. Also mein Metier ist eh immer eher auf der Bühne gewesen als im Studio, da habe ich Spaß dran. Und also da sehe ich die Band auch definitiv. Ja, ich hoffe, dass es uns einfach noch ganz viele Jahre gibt, dass wir noch viele CDs aufnehmen können, dass wir noch ganz, ganz viel live spielen können, auch in Orten und Ländern, wo wir noch nicht waren bislang. Der CD-Markt schrumpft natürlich, das ist ja kein Geheimnis. Es wird immer schwieriger für Bands, die jetzt nicht das Glück haben, aus welchen Gründen auch immer, es ist wirklich noch ganz oben zu schaffen. Vielleicht gehören wir eines Tages dazu, aber da muss man Realist sein, das wird sehr, sehr schwierig. Und ansonsten bin ich einfach glücklich in der Situation, Alben aufzunehmen und zu touren. Das ist eigentlich auch das, was ich mir unter Erfolg vorstelle, das reicht mir. Was jetzt nicht heißt, dass ich nicht jedes Geld der Welt nehmen würde, also wenn du was übrig hast. Wir haben noch viele Dinge, die wir noch vor uns haben. Also ich habe es gerade gesagt, wir haben noch nie wirklich in Südamerika, in Mexiko haben wir mal gespielt, aber so eine Südamerika- oder auch Nordamerika-Tour wäre mal sehr schön. Das sind Dinge, die wir gerne alle noch tun würden. Länder bereisen, in denen wir noch nicht gespielt haben. Das wollen wir definitiv noch tun. Natürlich ist es immer schön, weiter neue Fans dazu zu gewinnen. Xandria ist für mich eine unglaublich wohltuende Möglichkeit, mich musikalisch auszudrücken. Ich würde es gerne noch erleben, dass ich die Träume von Marco, Gerrit, Philipp und Nils erfüllen, aber mein Traum ist mit Xandria schon in Erfüllung gegangen, weil mein Traum war es, die Stimme weiterzubringen, mein Traum war es, auf die Bühne zu gehen mit dieser Band oder mit einer Band, mein Traum war es, diese Songs bekannt zu machen, die ich sehr liebe. Und jetzt ist so für mich im Augenblick gerade das Wichtigste, dass auch die anderen Träume in Erfüllung gehen.